Im Sauerland ist alles anders. Kein Wunder also, dass unser Amerikaner, der Nordrhein-Westfalen kennenlernen will, natürlich auch mal ins Sauerland musste. Ja, und das war er. Ja, genau, heute. Aber nicht irgendwo im Sauerland. Nein. Er war in Elspe, denn da beginnen morgen die Karl-May-Festspiele. Das kennen Sie bestimmt auch. Ich war da als Kind ganz oft. Ich glaube, du nicht. Ne? Ich war noch nie. Du durftest da noch nicht hin. Da gehen wir mal zusammen hin. Da kannst du auch mal Cowboy. Wir hatten schon Fernsehen bei uns in Düsseldorf damals. Wir waren da als Kinder und ich bin sehr neidisch auf David Patrician, denn er darf jetzt das, was wir früher nicht durften. Er darf mal ganz nah ran an die Cowboys und Indianer. Ja, und für ihn natürlich eine Geschichte, die er gar nicht so kennt. Ein Amerikaner kennt nicht unbedingt Winnetou und Karl May und all diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, er hat sich wirklich wohlgefühlt, weil ähnlich wie seine Vorfahren durfte er endlich mal wieder mit dem Colt durch die Gegend knallen. Mein Bruder, Old Shatterhand. Mein Bruder, Winnetou. David, willkommen. Willkommen in Elspe. Vielen Dank. Und, liebe Zuschauer, wir haben es überlebt, die erste Runde. Ja, heute sind wir in Elspe bei der schönen Karl May Festival. Und hier mein Winnetou-Freund, Schauspieler Benny Armbruster. Genau. Armbruster, sehr schön. Und heute, wir wollen gerne reinschauen, wie das ist in das Leben von... dem Wilden Westen im Sauerland. Ich zeig's dir mal. Komm mit. Ja, all right. Wow, das Sauerland ist in die Hände von den Indianern. Ich frage mich, wie das hat passiert und lerne, dass es war der Schuld nicht von einem Amerikaner, sondern von einem deutschen Schriftsteller, Karl May. Ehrlich gesagt, die meisten Amerikaner haben den Namen Winnetou noch nie gehört, aber in Deutschland ist er eine Legende. Warum lieben die Deutschen so viel diese Geschichte von Cowboys und Indianern? Ich kann mir vorstellen, Mittelaltergeschichte oder so etwas, aber ja. Cowboys und Indianern, das ist von meiner Land in Amerika. Ja, siehst du, die Deutschen können auch das. Ja, klar. Gibt es einen Grund für diese? Ja, das ist, wie soll ich sagen, das Gute besiegt das Böse. Und das ist für unsere Jugend, auch für die Kinder auch sehr edukativ, dass man eben dieses Schwarz-Weiß, immer das Gute siegt. Und das Winnetou und Old Shatterhand, ja. Sam Hawkins, und das sind alles so positive Figuren. Und Karl May war nun mal ist der meistgelesenste deutsche Schriftsteller. Ich habe gelesen, mehr als 100 Millionen Bücher waren verkauft, genau. Von Karl May hier, ja. In Deutschland. Ja. Das ist, kann man quasi sagen, fast jeder hat vielleicht eine Karl May-Buch zu Hause. Da kannst du Gift drauf nehmen. Sehr gut. Und das Thema sehr international, das Kampf gegen Gute und Böse. Wir schauen rein bei einer von den letzten Proben. Morgen, das Festival geht los. Die Schauspieler und Stuntmen müssen echt fit sein. Sie müssen volle Action geben, ungefähr 50 Mal in diesem Sommer. Wir gehen nebenan in die Westenstadt, um ein bisschen zu relaxen im Salon. Darf ich mitspielen? In die Welt von Karl May, eine stolze Indianer wie Winnetou werde niemals Poker spielen oder Feuerwasser trinken, wie der weiße Mann. Auch echtes amerikanisches Geld, ja? Ja, genau. Ganz schön. Ich wundere mich, vielleicht vorher, der Dollar hat einen größeren Wert als jetzt in Tage, kann man sagen. Eine Frage, diese Kartspiele, Salon und so, das gehört auch zu dieser Cowboy-Szene? Ja, klar doch, David. Stell dir doch mal vor, zu der Zeit gab es kein Fernsehen, kein Radio. Die Jungs mussten doch trinken, Karten spielen, sich prügeln, das ganze Mobiliar zerschlagen. Ein bisschen so wie heutige Tage auch. Sehr gut. Dann wir spielen noch eine Runde, oder? Ja. Wenn ich in Ordnung. Wer ist das denn? Gehört er auch zu der Show? Wow, das ist aber etwas. Ja, das ist ja, ein sehr geil. Gut. Und das ist Claudia. Schön. Unsere Falkenerin. Wie heißt unsere Geier? Da Vinci. Da Vinci. Ein Bulls bei Leonardo. Kommt aus Spanien. Sehr hübsch. Der Name für diese Show dieses Jahr, weil jedes Jahr ist eine neue Show, das ist Untergeiern. Untergeiern. Ja. Und warum? Warum spielt die Geier eine Rolle überhaupt? Na gut, das ist eine Bande. Bei Karl May und im Wilden Westen sind nun mal Geier, den du eben gesehen hast. Ja.
die deutsche Sprache sagt ja, das sind Geier, das sind böse Leute. Und der Titel der Show heißt Unter Geiern. Und Claudia hat ihren Geier gebracht. Sehr schön. Und der hat eine ganz bestimmte Rolle in unserem Stück. Der heißt Cochise im Stück. Ja. Und der ist immer die Ahnung, wenn ein Unglück kommt oder wenn was Böses kommt. Für ein Zeichen ist. Ja, genau. Und für unsere Zuschauer ein bisschen Englisch beibringen. Ein Geier auf Englisch ist ein Vulture, richtig? It's a Vulture. Eine Vulture. And this is a Griffin Vulture. Ein Griffin Vulture. Sehr gut gemacht. Klasse. Dann viel Spaß noch. Und danke. Wir gehen weiter, Benny. Ja? Ja, genau. Komm, David. Go. Interessant zu wissen, dass Karl May hat den Winnetou erfunden, schon im Jahr 1878. Unglaublich, dass 130 Jahre später der Häuptling von den Apachen ist immer noch einer von den beliebtesten Actionhelden in Deutschland ist.